Hallo ihr Lieben, Olga, Satir hier und herzlich willkommen zu diesem Video, wo es um elf Mythen über Transpersonen geht. Es gibt so viele Gerüchte und falsche Vorurteile gegenüber Transpersonen in der großen, weiten Welt. Und ich will das jetzt so ein bisschen aufschlüsseln, korrigieren, warum das nicht stimmt und das so ein bisschen in diesem Video zusammentragen. Ich bin auf elf Sachen gekommen, die mir so geläufig sind. Und das werde ich euch jetzt präsentieren und meine Meinung dazu abgeben. Punkt Nummer 1. Die Transition. Es wird Transmänner viel leichter. Das stimmt mal so gar nicht. Warum haben manche Leute diese Vorstellung? Manche transfemininen Personen sagen das zum Beispiel. Oh mein Gott, ich musste durch den Stimmbruch gehen und jetzt ist meine Stimme so tief. Ja, das Problem ist, bei den transfemininen Transpersonen ist es halt so, dass der Stimmbruch, wenn man das nicht schon vorher verhindert, es gibt ja auch Transpersonen, die verhindern die männliche Pubertät, weil die schon früh eine Hormontherapie und alles starten. Aber viele Transpersonen haben eben halt die männliche Pubertät hinter sich und haben den Stimmbruch auch durch. Und da ist die Stimme voll tief. Und deswegen sagen diese Personen, gerade weil die unzufrieden sind mit ihrer Stimme und vielleicht auch voll die Bartbehaarung haben, Mann, wir haben es ja viel schwerer als die transmaskulinen Personen. Weil die transmaskulinen Personen nehmen halt die Hormone, Testosteron, und dann passiert alles automatisch. Kommt der Stimmbruch, haben eine männliche Stimme. Kommt der Bartwuchs und alles, zack, alles automatisiert. Und wenn du Östrogen nimmst, weibliche Hormone und Anabolikum, Testosteronblocker, verschwindet nicht plötzlich die Bartbehaarung, verschwindet nicht plötzlich die männliche Stimme. Musst du dran arbeiten. Trotzdem, jetzt mal auf der anderen Seite. Wir transfemininen Personen, wir bekommen einfach Brustwachstum. Bei den transmaskulinen Menschen ist es aber so, dass die Brüste nicht verschwinden und die Brüste haben dann eventuell größere Ausprägungen, die kannst du halt im Alltag nicht verstecken. Das heißt, sie brauchen dann Beine, müssen die Brüste richtig reindrücken, am besten einen Hoodie tragen, damit das nicht auffällt. Und das ist halt voll schwer. Die transfemininen Personen können zum Beispiel auch auf die Operation verzichten. So, das männliche Geschlecht, sein Penis, kannst du ja mit Tucking, Tucking, wie auch immer, ich nenne das immer Tucking, kannst du einfach voll verstecken. Dann siehst du es nicht. Aber die Brüste komplett unsichtbar werden zu lassen als transmaskulinen Person, ist ein bisschen schwer. Deswegen machen die meisten transmaskulinen Personen die OP. Mastektomie, dass die Brüste halt verschwinden. Und transfemininen Personen müssen das nicht. Und die OP machen zu müssen. Die Kosten zu zahlen, die Bürokratie, der Stress, der damit verbunden ist, die Angst vor der OP, dass was schief läuft und so, da kannst du nicht abhauen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass transfemininen Personen es viel schwerer haben als transmaskulinen Personen. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Ich sag mal so, klar, das Testosteron, Easy Mode, was Stimmenparsing und so angeht. Aber was es äußerlich im Alltag betrifft, ist es so viel schwerer als transmaskuline Personen, weil du die Brüste halt nicht verstecken kannst. Deswegen, Pro und Contra. Ich finde, man sollte das nicht so pauschalisieren und sagen, ja, transmaskulin ist heftiger, transfeminin ist heftiger. Kompletter Quatsch. Von daher, das war meine Meinung. Mythos Nummer 2. Alle Transpersonen sind Transvestiten. Kompletter Quatsch. Das haben Leute halt im Kopf, die den Unterschied einfach nicht kennen. Ein Transvestit ist jemand, der sich daran aufgeht, Kleidung vor anderen Geschlecht zu tragen. Kann alles sein. Schuhe, eine normale Kleidung, Hosen oder sonst was. Oder wenn du halt als Mann geboren bist und dich schminkst und dich daran aufgehalst. Ja, es gibt kranke Leute. Aber Transpersonen sind nicht mit denen gleichzusetzen.
Transpersonen sind in der Regel Leute, sind einfach nur im falschen Körper geboren und wollen das ändern, wollen das anpassen, wollen ihr Leben leben, ihren Traum wahr werden lassen, weil die sich noch nie dem gebürtigen Geschlecht zugehörig fühlen. Das ist was komplett anderes. Es hat nichts damit zu tun, dass man sich daran aufgeilt, möchte einfach nur die Person sein, die man immer sein möchte. Es hat nichts mit Aufgeilen oder so zu tun. Kompletter Mist. Punkt Nummer 3. Schon seit dem Kindergarten hat man das natürlich gemerkt, dass man trans ist. Nee, bei mir gab es zum Beispiel schon einige Anzeichen, aber so richtig gemerkt habe ich das erst in der Pubertät, wo ich neidisch wurde auf die Girls, wo ich gemerkt habe, dass sich mein Körper anders entwickelt. Und da habe ich gemerkt, verdammt, da stimmt was nicht, du bist auf jeden Fall trans. Du willst voll das Mädchen sein. Früher gab es nur kleine Anzeichen, aber selbst wenn es keine Anzeichen gibt, selbst wenn du es erst mit 50 Jahren merkst, dann ist es voll in Ordnung. Es ist nämlich nicht immer so, dass du sofort weißt, dass du trans bist. Es gibt Menschen da draußen, die behaupten, ja, die Transpersonen, die haben das ja schon von klein auf gemerkt. Aber das stimmt nicht. Die Geschlechtsidentität kann sie im Laufe des Lebens verändern. Du kannst halt merken, oh, irgendwie fühle ich mich doch lieber der anderen Geschlecht zugehörig. Und dann ändert sich das und dann machst du die Transition. Und es kann bei allen Altersklassen funktionieren. Ich denke, in den meisten Fällen ist es tatsächlich entweder wirklich das Kindesalter oder die Pubertät. Wahrscheinlich eher die Pubertät, weil da merkt man ja, dass sich der Körper richtig heftig entwickelt. Und wenn du trans bist, merkst du auch eine heftige Unzufriedenheit. Punkt Nummer 4. Nur Transpersonen können beide Geschlechtsteile haben. So ein Quatsch. Es gibt echt Leute, die behaupten, ja, nur Transpersonen können ja beide Geschlechtsteile haben, weil ja, transfeminine Personen kriegen ja Brustwachse und transmaskuline Personen machen, kriegen dann halt irgendwie per Operation noch einen Penis und können die Brüste ja dann auch behalten und transfeminine Personen können ja einen Penis behalten. So ein Quatsch. Es gibt auch Intersex-Personen, die werden einfach mit beiden Geschlechtsteilen geboren. Gibt das immer. Und deswegen sollte man das nicht nur auf Transpersonen reduzieren, sondern auch Intersex. Es ist zwar selten, dass es passieren kann, aber du kannst tatsächlich Geschlechtsmerkmale von beiden Geschlechtern haben seit der Geburt. Ist natürlich jetzt nicht der normale Fall, aber es kann sein. Und deswegen sollte man das nicht nur auf Transpersonen reduzieren. Punkt Nummer 5. Es gibt tatsächlich Leute, die denken, du machst ein OP, so ein Switch und zack, kommst in so Automaten und hast eine Geschlechtsangleichung hinter dir. Was die meisten ja sagen, Geschlechtsumwandlung. Bei dem Wort kriege ich so einen Koller. Weil ich war schon mal Mädchen und wenn dann Leute von Geschlechtsumwandlung reden, dann kriege ich einen Koller. Weil ich war schon mal Mädchen. Genau wie dies, warst du mal ein Mann? Finde ich auch voll bescheuert. Weil ich war nie ein Mann. Innerlich war ich niemand. Ich habe mich immer schon wie ein Mädchen gefühlt. Also war ich niemand. Was soll der Quatsch? Deswegen, erstens, das heißt Geschlechtsangleichung und zweitens ist natürlich totaler Quatsch. Du kannst nicht einfach so einen Switch umlegen, eine OP machen und zack, ist alles vergessen. Das ist leider nicht so. Schön wär's. Das ist eine magische Wunschvorstellung. Es gibt viele Operationen. Manche machen Adamsapfelreduktion, manche lassen den Körper anpassen, wenn die irgendwie breite Schulter haben. Das sind alles verschiedene OPs. Die machen die Stimmbänder hier irgendwie anders. Es gibt wirklich Leute, die haben so eine tiefe Stimme, die haben so Probleme, die wissen nicht weiter. Machen Logopädie. Und die Stimme ist immer noch irgendwie voll männlich. Und die wissen nicht weiter. Dann machen die eine OP, dass die Stimme halt viel höher ist, viel weiblicher klingt. Und das ist ein OP. Aus dem Penis eine Vagina zu machen, ist auch ein OP. Es gibt nicht ein OP für alles. Das ist ein Fakt. Und aus einer tiefen Stimme eine richtig weibliche, hohe Stimme zu machen, das ist kein OP.
Also, wie gesagt, es gibt da ein paar Tricks. Gibt schon Stimmband-OPs und so, die dann helfen, dass das weiblich wird, aber du musst trotzdem selber dran arbeiten. Entweder du machst selbst, machst Stimmtraining, Gesangstraining oder halt Logopädie. Ich habe selbst gemacht. Und ja, es gibt folglich nicht ein OP für alles. Die Hormontherapie passt so ein bisschen den Körper noch an. Und natürlich die Denkweise. Aber auch die macht nicht alles. Ganz wichtig. Punkt Nummer 6. Es gibt Leute, die sagen einfach so pauschal, ja, Transition 3 Jahre. Ich sag mal so, nach 3 Jahren sind die Brüste wahrscheinlich komplett fertig. Brustwachstum passiert nicht mehr viel. Die HRT hat dann komplett eingeschlagen. Viel entwickelt sich dann nicht mehr, aber du kannst nicht sagen, pauschal 3 Jahre. Kompletter Quatsch. Ich habe für meine ganzen bürokratischen Sachen, Personenstands, Namensänderung und Indikationsschreiben 7 Monate gebraucht. Meine Transition hat 7 Monate gebraucht. Aber natürlich macht die Hormontherapie jetzt noch ein bisschen Fortschritte. Passt den Körper noch weiter an. Und wer jetzt frech ist, könnte sagen, ja, es ist hier, Transition ist ja noch, demnach noch gar nicht richtig zu Ende. Stimmt. Aber wichtig ist auch, dass eine Transition immer individuell ist. Manche brauchen länger, um die Gutachten zu bekommen für das Gericht. Manche brauchen länger, um die Hormontherapie zu starten. Und manche brauchen länger, um die Stimme zu trainieren. Und auch die Hormone, die meine Therapie nimmt, die wirken auch individuell. Deswegen kannst du nicht einfach sowas sagen wie, ja, immer 3 Jahre. Jede Transition ist individuell. Richtig. Punkt Nummer 8. Man merkt allen Transpersonen das immer an, weil sie nie richtig männlich oder weiblich sind. Bei so einer Aussage kriege ich einen Koller. Ich persönlich werde im Real Life immer richtig gegendert und bin schon so lange safe und niemand merkt was. Niemand merkt es, dass ich trans bin. Weil das Passing einfach so gut ist. Deswegen kannst du nicht sagen, alle Transpersonen sind ja irgendwie so weird und die merkt man das voll an. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du gerade eine Transition machst, so die ersten Schritte machst, dann kann das natürlich sein. Da bist du in so einem weirden Zwischenstate, hast noch keine Hormone, kein Stimmtraining und dann ist das ein bisschen awkward. Und dann merkt man das denen an. Aber nur dann, wenn die Transition abgeschlossen ist, merkst du nichts. Deswegen sollte man auch das nicht einfach so pauschalisieren. Punkt Nummer 9. Transpersonen haben ihr Geschlecht ausgesucht. Ja, genau. Man macht das nur zum Spaß. Die ganze Bürokratie, den ganzen Stress, psychisch und generell zeitlich. Ne? Das ist so ein Stress. Das ausfüllen, dahin, dahin, dahin. Termin bekommen, oh nein, der hat keine Zeit, der Psychologe, der nächsten Sohn, nächste Psychotherapeut. Wie ist verrückt? Das macht einen so fertig. Natürlich. Macht mir das alles nur zum Spaß. Man hat sein Geschlecht ausgesucht. So ein Quatsch. Ich habe mich schon mal wie ein Mädchen gefühlt und ich mache das ja nicht zum Spaß. Bedeutet, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin ein Mädchen und muss jetzt leider, weil ich so ein düsteres Schicksal habe und im falschen Körper geboren bin, alles halt anpassen und durch die Hölle gehen. Gut, dass ich das hinter mir habe, aber wenn du trans bist, musst du halt einmal durch die Hölle gehen. Suchst du dir nicht aus? Du willst halt dein Leben leben. Du willst eigentlich du sein und das machst du nicht zum Spaß. So viel sei gesagt. Punkt Nummer 10. Transpersonen haben keinen Sex. Auch kompletter Quatsch. Ich persönlich bin asexuell. Ich will keinen Sex. Aber es gibt so viele Transpersonen. Die machen extra, auch transfeminine Personen, die machen extra die OP, um Sex zu haben. Um Orgasmus spüren zu können. Von dir halt aus dem Penis eine Vagina. Um halt einen weiblichen Orgasmus spüren zu können. Bedeutet, kompletter Quatsch, nur weil ich asexuell bin,
heißt ja nicht, dass alle Transpersonen asexuell sind. Voll viele Transpersonen wollen ganz normal Sex, wie jede Cis-Person. Dass man das so differenziert, ja, Transpersonen, die sind ein bisschen weird, ist kompletter Quatsch. Die sind genauso wie du auch, wenn du Cis bist. Wollen genauso Sex, wollen genauso normales Leben haben wie du auch. Und ja, deswegen ist es natürlich ein komischer Mythos, einfach zu sagen, ja, die wollen keinen Sex. Transpersonen wollen wahrscheinlich keinen Sex, wenn die Transition nicht abgeschlossen ist, die noch in so weirden Zwischenstates sind und einfach mit ihren aktuellen körperlichen Merkmalen nicht zufrieden sind und deswegen lieber nicht sich nackt sehen wollen und schon gar nicht dann so eine körperliche Nähe zum anderen aufzubauen. Das kann ich verstehen, wenn Transition abgeschlossen ist. Wollen Transpersonen auch Sex haben. Nicht alle, gibt auch asexuelle Leute wie mich. Aber einfach jetzt zu sagen, nee, das ist kompletter Quatsch. Punkt Nummer 11. Alle Transpersonen wollen die geschlechtsangleichende Operation. Ich zum Beispiel nicht. Es ist doch Quatsch, allen Transpersonen diese OP aufzubühren. Wenn man einfach so zufrieden ist mit seinem Körper, dann braucht man auch nicht die OP machen. Und vor vier Transpersonen haben halt beide Geschlechtsteile, Brüste und Penis, falls die einfach nicht stört. Die haben dann kein Geschlechtsdysphorie und das war's. Die habe ich auch nicht. Ich bin damit groß geworden. Und ich sehe halt nur die Vorteile. Ich bin auf so vielen dreckigen Bahnklos gewesen. Ich bin auf so vielen dreckigen Gaststättenklos gewesen. Und da denke ich mir immer so, ja, wenn du jetzt wieder eine Cis-Frau wärst, was würdest du da machen? Du kannst dich da nicht draufsetzen. Auf diese eklige Kloschüssel. Heute habe ich auf die Prinzessinnenkrone auf. Nicht ohne Grund. Ich setze mich nicht auf eklige Klos. Bin ich dann zu fein zu, mach die Prinzessin, bin die feine Dame und gehe. Aber natürlich als Transperson kannst du einem Stehen machen. Also mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich würde wahrscheinlich sogar das männliche Geschlecht sein müssen, wenn ich es nicht mehr hätte. Und von daher will ich keine Operation. Ich denke, viele andere sehen das auch so. Zumal es bürokratischer Stress ist, geldlicher Stress ist, zahlt die Krankenkasse alles. Oder nur ein Teil. Hast du halt die ganze Zeit im Kopf. Voll der Stress. Wäre nichts für mich. Absolut nicht. Und dann noch der Krankenhausstress. Läuft die OP auch wirklich gut? Hoffentlich geht er nicht schief. Ihr müsst wissen, es ist eine lange, komplizierte, schwere Operation. Und alle solche Sorgen hat man. Hoffentlich macht der Arzt es richtig. Hoffentlich geht es mir dann noch gut. Und so lange Krankenhausaufenthalt, wer das nicht will, der will es nicht. Ganz einfach. Ihr müsst wissen, nicht alle Transpersonen haben eine Operation gemacht und haben das auch vor. Ein Transition muss nicht heißen, ich habe OP gemacht. Ich werde so oft gefragt, ja, haben sie denn auch die OP gemacht? Das ist mir das Erste, was ich gefragt wäre. Wenn Leute es irgendwie herausgefunden haben, über die Medikamente, die ich nehme, dass ich trans bin. Weil wenn ich Medikamente irgendwo angeben muss, steht da halt Estriform und Androkur. Dann wissen die Leute, aha, ist bestimmt trans. Und dann fragen die immer direkt, hast du schon die OP gemacht? Verstehe ich halt gar nicht. Warum tun die das? Ich frage die auch nicht, was die für Operationen haben. Das ist so irrelevant. Dann sage ich nein, dann sagen die, okay. Was hat das denen denn gebracht? Ich verstehe es halt nicht. Naja. Gut, ihr Lieben. Das war mein Video, 11 Mythen über Transpersonen. Falls ihr noch irgendwelche Mythen kennt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Das war so alles, was mir im Laufe des Lebens passiert ist, begegnet ist, im Internet oder im Real Life. Und ja, ich würde sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben
die Playlist zur Videoreihe. Darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!